2008 hält die Finanzwelt den Atem an. Die Finanzkrise in den USA hat sich dramatisch zugespitzt. Was mit einer Immobilienkrise in den USA beginnt, stürzt bald auch europäische Banken ins Chaos. Deutschland muss mit Milliardenhilfen retten, was zu retten ist. Und klar ist, so etwas soll sich nicht wiederholen. Aber wären die Banken für künftige Krisen gewappnet? Das will die Europäische Bankenaufsicht alle 2 Jahre wissen. Zusammen mit der EZB werden nun unter anderem 38 Banken aus dem Euroraum geprüft, darunter auch die Deutsche Bank, die Commerzbank oder die Landesbank Hessen-Thüringen. Anhand ihrer Bilanzen wird durchgerechnet, wie die Geldhäuser mit einem Krisenszenario klarkämen. Angenommen, die Wirtschaft der EU bricht ein, die Arbeitslosenquote steigt und die Immobilienpreise sind im Sinkflug. Etwa vergleichbar, als würden zu Hause gleichzeitig Auto und Waschmaschine kaputt gehen und obendrein verliert man auch noch den Job. Reichen dafür die Ersparnisse und die Versicherungen? Ähnlich ist es bei den Banken. Wie viel Eigenkapital haben sie noch am Ende des Krisenszenarios? Beim letzten großen Stresstest 2018 hatten alle untersuchten Banken genug Kapitalpuffer bei der angenommenen Krise, auch 2021? Ja, und darüber möchten wir sprechen mit Oliver Feldfurth, unserem Wirtschaftsredakteur bei der Tagesschau. Hallo Oliver. Hallo. Ich gebe die Frage jetzt einfach mal weiter. Die Ergebnisse gab es jetzt vor ungefähr 1,5 Stunden. Hätten die Banken denn genug Kapitalpuffer? Wie fit sind die denn jetzt? Die Aufseher sind beruhigt und sagen, in der Summe wäre bei dem schlechtesten Szenario, also wenn es richtig dicke käme, dass Haus brennt, das Auto kaputt ist und die Waschmaschine auch nicht mehr geht, sozusagen, dann wären 265 Milliarden Euro verbrannt bei den Banken, wären weg. Aber sie hätten immer noch genug, um nicht umzukippen. Das ist sozusagen die gute Nachricht. Und da man sagt, dieser Test war schwieriger für die Banken als vor 3 Jahren, weil die Ausgangslage schwieriger wäre, von da ging es ja bergab sozusagen in dem Szenario, sind die Aufseher von der EZB und von der Europäischen Bankenaufsicht beruhigt. Okay, also beruhigt hört sich positiv an, aber wie aussagekräftig sind denn jetzt die Ergebnisse? Da gibt es immer Kritiken, weil da wird gerechnet, die Banken rechnen selbst mit ihren Zahlen. Die Aufsicht sagt, Vorsicht, Vorsicht, wir schauen schon drauf, die können sich nicht schön rechnen, so läuft es nicht. Aber man kann natürlich sagen, drehen wir an der Schraube mehr, machen wir das ein bisschen schlechter, mehr Arbeitslosigkeit oder bricht das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsleistung stärker ein. Das ist natürlich eine Ermessenssache, da kann man die Daumenschrauben fast beliebig drehen und letztendlich so lange drehen, bis eine Bank kippt. Da gibt es auch die Kritik, das hätte man noch sehr viel kritischer machen können, noch sehr viel konfrontativer. Aber es war konfrontativer als vor 3 Jahren, das muss man ihnen zugutehalten. So viel erstmal zu den Ergebnissen, aber wenn ich jetzt mal als Kundin drauf gucke, wie relevant ist denn so ein Bankenstresstest für mich als Kundin? Wir denken immer erstmal, hat mit uns nichts zu tun, große Bankentürme und die rechnen sich da fröhlich oder unfröhlich was vor. Aber wir haben das bei der Finanzkrise 2007, 2008 gesehen, bei der Lehman Bank. Die Banken sind miteinander eng verflochten, sie leihen sich untereinander auch kurzfristig über Nacht viel Geld. Wenn eine Bank in die Knie geht, geraten die anderen ins Straucheln und auf einmal, und dann merken wir es beide, kommt aus dem Geldautomaten kein Geld mehr, weil alle da anstehen und weil es auf einmal Riesenprobleme gibt. Und dann habe ich ein Problem. Dann ist meine Filiale zu, der Geldautomat geht nicht mehr und ich stehe ohne Bargeld da. Okay, also bin ich dann auch als Kunde oder als Kundin betroffen. Das betrifft uns mehr, als wir glauben. Oliver Feldfurth, danke schön für das Gespräch.